Du hörst es an jeder Ecke, hoffe ich zumindest. Du sollst Qualitätsaktien kaufen. Denn wenn du Qualitätsaktien kaufst, dann bist du nicht nur vor wackeligen Zeiten an der Börse gut geschützt, weil du weißt, dass die Unternehmen es gut durch den Sturm schaffen werden. Nein, Qualitätsaktien haben in besseren Zeiten dann natürlich das Potenzial, richtig was zu reißen und im Zweifelsfall den Markt auch zu performen, was ja das schöne Zauberwort für viele ist. Wie weißt du nun, ob die Aktien in deinem Depot den Kriterien der Qualitätsaktien entsprechen und dir die gewünschte Sicherheit geben? Oder ob die Aktie, mit der du im Moment liebäugelst, auch wirklich eine Qualitätsaktie ist? Zum Glück bist du hier ja beim Bauzi gelandet, deinem niedlichen Vierbeiner rund um das wunderschöne Thema Finanzen, der mal eben 4 Punkte für dich hat, mit denen du bei allen Aktien oder Unternehmen einen Quick-Check machen kannst, um herauszufinden, wie das Unternehmen abschneidet. Klingt doch nach einer schönen Sache. Diese 4 Punkte tausche ich gegen einen Druck auf den Abo-Knopf und oder ein Like, aber nur, wenn dir das Video auch wirklich gefällt. Also lass uns mal schauen, welche Kriterien du kontrollieren solltest. Let's go! Guck mal, wenn du den MSCI World Index nimmst und mit dem MSCI World Quality Index vergleichst, dann sieht man schon auf den ersten Blick, dass der Quality Index immer noch ein schönes Stück besser performt hat. Wie wird hier Quality definiert? Wonach wird hier gefiltert? Laut Datenblatt landen hier Unternehmen, die folgende 3 Kriterien besitzen: eine hohe Eigenkapitalrendite, stabiles Gewinnwachstum und geringen finanziellen Hebel, also wenig bis keine Schulden. Diese Punkte will ich natürlich aufgreifen und ein bisschen erweitern und ich zeige dir auch noch in der Praxis, wie und wo du die Werte vergleichen kannst. Aber vorher will ich nun mit einem Punkt starten, der weniger für irgendwelche Outperformance wichtig ist, sondern mehr für ein gutes, stabiles Gefühl, wenn es auf eine Krise jeglicher Art zugeht, und das ist erstens eine lange Unternehmenshistorie. Besonders, wenn sich die Ereignisse überschlagen und manch einer das Gefühl hat, die ganze Welt geht den Bach runter und wir laufen auf eine Rezession oder Depression oder gar einen 3. Weltkrieg zu, dann fände ich es ungemein beruhigend, Unternehmen im Depot zu haben, die schon extrem lange existieren und den Investoren über die gesamte Zeit eine gewisse Stabilität geliefert haben. Da fallen einem natürlich diverse Dividendenaristokraten ein. Ich würde hier noch eher die Dividenden-Zombies aus meinem dementsprechenden Video anschauen, denn das sind allesamt Unternehmen, die sich den Titel Dividenden-Zombies verdient haben, weil sie seit über 100 Jahren Dividende zahlen. Eine Dividende, die einfach nicht sterben will, teilweise weit über 100 Jahre. Und da war in der Zwischenzeit alles dabei. Finanzkrisen, Kalter Krieg, 2 Weltkriege, was auch immer du willst. Diese Unternehmen sind also recht erprobt. Allerdings kann das natürlich auch vielleicht ein trügerischer Punkt sein. Denn was früher funktioniert hat, muss heute nicht funktionieren. Und klar mussten auch schon Dividendenaristokraten mal die Dividende senken und ihren Titel aufgeben. Aber am besten schaust du dir das Video gleich selber noch an und entscheidest über die Geschäftsmodelle und ob die heute oder vielleicht sogar in 100 Jahren noch eine Rolle spielen. Wird Cola oder Zahnpasta digitalisiert? Ich kann es mir schwer vorstellen. Lecky Cherry Cola Light NFT. Aber man kann schon grob runterbrechen. Gute Unternehmen bleiben gut, schlechte Unternehmen bleiben schlecht. Und wie bleibt man nun gut? Zweitens, keine Schulden. Oder nur wenig. Wie wurde es eben beschrieben? Unternehmen mit geringem finanziellen Hebel. In einer Zeit, in der das Geld billig ist und die Kreditzinsen extrem niedrig, greifen viele Unternehmen da gerne und beherzt zu, um mit dem geliebten Geld ordentlich Wachstum hinzulegen. In der Zeit können Unternehmen, die darauf verzichten, vielleicht etwas abgeschlagen wirken und die Wachstumsraten mögen nicht so künstlich aufgebläht sein wie bei der Konkurrenz. Wenn der Wind sich allerdings dreht, dann ist ein Unternehmen ohne Schulden in einer deutlich besseren Position. Nun, die Zeit der Schwäche der anderen Unternehmen zu nutzen, weil diese nun vor der Wahl stehen, Schulden abbezahlen und auf die Bremse treten oder pleite gehen. Die meisten werden sich für Ersteres entscheiden und dann kommt das Unternehmen ohne Schulden zum Zug und kann deutlich freier agieren. Du kannst es dir ja selber ganz einfach an dir vorstellen. Würdest du lieber hochverschuldet in eine Rezession gehen und eventuell durch Runterstufung deiner Arbeitsstunden nur noch die Hälfte verdienen oder komplett schuldenfrei, eventuell noch mit einem dicken Cashpuffer? Praktisch
Ironischerweise habe ich ja auch vor nicht allzu langer Zeit ein Video über 7 Unternehmen ohne Schulden gemacht. Drittens, hohe Margen. Ein weiterer schöner Schritt, um auf die Qualität eines Unternehmens zu schauen, ist ein Blick auf die Margen zu werfen. Wir ziehen hier einmal die Bruttomarge zu Rate. Diese ergibt sich aus den Umsatzerlösen, den Sales, abzüglich des Wareneinsatzes oder Materialkosten, der Costs of Goods Sold. Und klar, auch in Krisenzeiten haben hohe Bruttomargen einen Vorteil. Man hat Platz, um steigende Rohmaterialpreise abzufedern, oder man hat mehr Spielraum, um Research and Development oder Marketing zu betreiben, als andere Konkurrenten. Und an einer hohen Bruttogewinnmarge kannst du dann auch in guten und in schlechten Zeiten einen schönen Vorteil sehen, den das Unternehmen anderen Konkurrenten gegenüber hat. Denn daran erkennst du, dass das Unternehmen es schafft, normale Rohmaterialien oder so zu nehmen, die mehr oder weniger jedes andere Unternehmen auch zur Verfügung hätte, diese aber so attraktiv aufzubereiten, dass der Kunde am Ende bereit ist, dafür einen deutlichen Aufschlag zu bezahlen. Und dieser Aufschlag kann und muss natürlich zum Vorteil des Unternehmens genutzt werden. Und ob das auch passiert, dafür gibt es ebenfalls verschiedene Werte, die sich für einen Quick-Check eignen. Wie oben schon angesprochen, die Eigenkapitalrendite, Return on Equity oder, was ich für diesen Check hier heranziehen würde, viertens, die Gesamtkapitalrendite, ROIC, das Return on Invested Capital, die Rendite, die das Unternehmen mit dem eingesetzten Kapital erwirtschaftet, gibt dir einen Indikator dafür, wie gut hier mit dem Kapital umgegangen wird und wie viel das Management mit den Mitteln rausholt. Ganz grob runtergebrochen, du hast 2 Farmer, die Äpfel verkaufen wollen. Jeder hat das gleiche Startkapital zur Verfügung, $4. Farmer 1 holt sich mit den $4 4 Apfelbäume, die jeweils 2 Äpfel pro Saison tragen können. Also erntet er am Ende 8 Äpfel, um diese zu verkaufen. Farmer 2 kauft von den $4 aber nur 3 Apfelbäume und vom verbleibenden Dollar kauft er einen Dünger, der die Bäume effizienter macht, sodass sie nun nicht mehr nur 2 Äpfel, sondern 4 am Ende der Saison tragen können. Somit hat er 12 Äpfel, um diese zu verkaufen und mit dem investierten Kapital mehr rausgeholt. Und dieser Punkt ist möglicherweise besonders wichtig, denn desto mehr ein Unternehmen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln rausholen kann, desto mehr kann es auch wieder reinvestieren und so weiter für sich arbeiten lassen, bis in diesem Falle ein regelrechter Schneeballeffekt passiert. Und damit das passiert, fehlt noch ein extrem wichtiger Punkt, könnte man sozusagen als Punkt 4b nehmen. Es muss Gewinnwachstum oder Umsatzwachstum vorhanden sein. Denn wenn ein Unternehmen eine hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital erwirtschaftet, braucht es auch Möglichkeiten und Spielräume, dieses neu gewonnene Geld wieder zu investieren und in einem Total Addressable Market weiter wachsen zu lassen, um eben diese hohe Gesamtkapitalrendite aufrechtzuhalten. Und deshalb wird auch im vorhin angesprochenen MSCI World Quality Index nach Unternehmen mit solidem steigenden Gewinnwachstum gescreent. Um die Margen und das Return on Invested Capital zu vergleichen, gehe ich zum Beispiel für einen Quick Check gerne auf die Seite morningstar.com. Schauen wir uns das doch mal an einem Beispiel einer Vorzeigequalitätsaktie an, nämlich Visa. Dann hast du hier den Reiter Operating Performance und dort auch schon verschiedene Werte zur Übersicht. Gleich hier oben Return on Asset, Return on Equity, also Eigenkapital, und halt das angesprochene Return on Invested Capital. Ganz rechts siehst du, wie hier der Durchschnitt des Index liegt, bei 19,21%, und Visa hat hier in den letzten 5 Jahren im Schnitt 22,65% rausgeholt und liegt aktuell bei 25,09%. Und auch wenn du es nun bei deinen Aktien checken solltest und es mal niedriger liegt oder es einen Ausreißer nach unten gibt, ist das erstmal kein Grund zur Panik. Wenn du das Geschäft und die langfristige Vision dahinter kennst, dann kannst du sehen und abschätzen, welche Faktoren damit reingespielt haben, dass es diesen Aussetzer gab oder gibt. Ein wenig weiter hier unten siehst du dann auch die Margen und kannst diese ebenfalls vergleichen. Visa hat eine extrem hohe Bruttomarge von 80,5% und auch die Nettogewinnmarge liegt mit 48% deutlich über dem Indexdurchschnitt von 18,72%. So, ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Falls du noch Kriterien hast, nach denen du die Qualität deiner Aktien scannst, dann lass es mich doch mal in den Kommentaren wissen. Was jetzt auf jeden Fall noch interessant ist für dich, sind meine Videos zu den Dividenden-Zombies, also die Unternehmen, die seit verwauzten 100 Jahren und länger Dividende zahlen, und mein Video über die 7 Qualitätsunternehmen ohne Schulden. Schau dir doch jetzt direkt eins von beiden Videos an. Das war's von mir, deinem Wall Street Wautzi, aka The Wouts of Wall Street, aka Wouts Doggy Dog,
Peace out.